So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Super Mario 35. Nur eine kleine Preview. Wir werden in den nächsten Tagen dann die Demo-Version von Hyrule Warriors spielen. Also von dem neuen. Und vorher gibt es aber, wie gesagt, hier Super Mario 35 Part. Dann werde ich einen Mario Maker Part aufnehmen, wo ich mindestens das Chosen Level anschaue, was ich verpasst habe. Irgendwie habe ich das, ist mir das komplett entgangen. Und dann gucken wir mal. So, jetzt aber erstmal wieder Leveljagd und im Prinzip nur so lange, bis wir hier die Achievements haben. Schaffe es in die Top 20, easy. Beende 4 Level, easy. Nutze 10-mal das Item Roulette. Aber insgesamt, okay, also einfach spielen. Einfach spielen, sehr schön. Das heißt, wir wählen 5-3 und hoffen auf 5-3. Das war's auch schon. Ich hätte 5-3 üben können. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Sollte ich jetzt gleich wieder rausfliegen, kann ich 5-3 üben. Aber jetzt machen wir es erstmal so. Okay. Let's go. Das Lustige ist, ich weiß gar nicht mehr. Ich meine, ich habe Hyrule Warriors schon vorbestellt. Aber ich weiß es nicht mehr. Nicht, dass ich es jetzt zweimal bestelle. Wie? Wait. Wie? Was? Das Ding ging los und der ist rausgefallen. Okay, also ich kann mir viel vorstellen, aber das nicht. Der muss doch einfach die Verbindung verloren haben oder sowas. Was war das denn? Der ist rausgefallen, bevor es losging. Quasi. Da kann auch gar kein Gegner gewesen sein. Aua. Was war das denn? Das muss einfach Verbindung weg gewesen sein oder irgendwie sowas. Was anderes kann ich mir nicht erklären. So. Okay. Typischer Anfang natürlich, ganz klar. Wahrscheinlich landen wir dann auch in 1-2. Wenn ich so die anderen mir angucke, die landen alle in 1-2. Dann werden wir auch in 1-2 landen. Ist eigentlich... Ah, das wäre die nächste interessante Frage. Hat jeder die gleiche Reihenfolge? Aua. Dann könnte ich ja zum Beispiel an den Bildschirmen der anderen sehen, ob irgendwann was kommt, was ich gerne hätte. So, weil, ne, wir landen jetzt alle in 1-2. Ich glaube, es hat jeder die gleiche Reihenfolge. Ah ja, beziehungsweise jetzt hinten bei 1-2 ändert sich die Reihenfolge dann pro Person, weil man da ja durch die Röhren andere Wege wählen kann, mehr oder weniger. Okay, okay, okay. Damit hat sich das dann schon erledigt. Na, so. Ach, ich hab die... Ja. Ich wollte gerade sagen, mir wurde in die Kommentare geschrieben, wo hier ein versteckter Münzblock ist. Den habe ich jetzt schon wieder großartig verpasst. Okay, aber er ist nicht so dramatisch. Übrigens auch lustig. Die einen schreiben, ich spiele zu langsam. Die anderen schreiben, ich spiele zu schnell. Also... Yeah. Ich kann es halt nicht allen recht machen. Das ist tatsächlich etwas, das geht nicht gleichzeitig. Ich kann nicht gleichzeitig zu schnell und zu langsam spielen. So, das funktioniert nicht. Das ist halt alles subjektiv. So, hier wäre eine Blume. Warum hole ich es mir dann eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Okay, ich würde eigentlich jetzt nicht in 1-4 wollen. Aber wahrscheinlich landen wir jetzt, wenn meine Theorie stimmt... Oh mein Gott. Wenn meine Theorie stimmt, landen wir jetzt eh danach in 1-4. So, das heißt, ich komme da gar nicht drum rum. Der andere da ist auch schon in 1-4 drin. Das heißt, es wird so oder so gleich hier Bowser hageln. Ne, hier nicht, weil der uns anvisiert ja gar nicht in 1-4 ist. Oh, ich mache hier Dinge. Ich mache hier Dinge. Ich mache hier unkluge Dinge. So. Das war fast ein bisschen doof. So, aber egal. Aber ich sehe in den Bildschirmen noch mal bisher nirgendwo ein Level, was mich interessieren würde. Das ist ein bisschen zu optimal. So, jetzt holen wir wieder die Münze. Die Blume meine ich natürlich. Oha. Weg mit dir. So. Hopp. Ja, also, okay, es war klar. Dann habe ich das richtig verstanden. Wir hätten gleich in 1-4 gehen können, um den Weg abzukürzen. Okay. Egal. Ah, die Shell hätte ich nutzen können.
Ah, die wäre so gut. Och, die wäre für die Zeit perfekt gewesen. Ja, war nichts mit der Shell. Pech gehabt. So. Yo, hi. Oh ja, cool. Eins, eins. Nicht, was ich suche. Aber was soll's. So. Ich würde jetzt einfach mal... Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt einfach mal anfangen, das Rad einzusetzen, weil wir es ja fürs Achievement machen müssen. Achievement ist auch wieder Quatsch. Für die tägliche Mission halt. Es ist ja kein Achievement. So, es ist ja nichts, was bleibt. Man kriegt eigentlich einfach nur Münzen dafür. Wait, wie viele Münzen kriege ich dafür? Ich müsste ja theoretisch, damit es eigentlich einen Gewinn gibt, müsste ich ja eigentlich mehr Münzen kriegen, als 10-mal Rad einsetzen kosten würde. Also mehr als 200. Wir müssen mal gucken, wie viel wir kriegen. Ach, super. Super Sprung. 3, 2... Ah, nein! Die Shell am Anfang wegzünden ist natürlich dumm. Yo, hi. Bowser hatte Bock auf uns. Aber wir nicht auf ihn. Da war ein Stern drin, ne? Ja. Oh mein Gott! Toll. Das war genau, was ich gebraucht habe. Nicht. Das war genau, was ich gebraucht habe. Diesmal wirklich. Unironisch. So. Zack. Aber bisher ist keiner irgendwie in 1.53 gelandet. Das heißt, wir werden auch so schnell 5.3 nicht sehen. Schade. Ärgerlich. Zumindest sehe ich keinen in 5.3. Das heißt aber nichts, weil ich kann ja auch mich vergucken. So, gehen wir durch die Röhre. Für Coins. Was ich auch verstanden habe mittlerweile, dass, mein Gott. Dass, wenn man durch Röhren geht und so, dass dann die Gegner resettet werden, die einem entgegengekommen wären. Das wird dann komplett neu gestartet, sozusagen. Okay, hier können wir jetzt aber hinten rein wieder gehen, ne? Hinten rein, so. Ich glaube, da war aber nur eine Röhre in dem Fall. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist auch egal, wir werden es gleich sehen. Wenn man oben rum läuft, kriegt man natürlich überhaupt keine Kombos. Das ist mir auch bewusst. Interessiert mich aber gerade auch nicht. 5! Oh, yes! Ich meine, es wäre dann sowieso 5-3 gekommen, aber so sehen wir es halt schon. So, jetzt habe ich es nicht geübt. Ach, ist es 1-3 einfach mit Bullet Bills? Okay. Dann sollte das ja kein Problem sein. Ja, es ist einfach 1-3 mit Bullets. Dann sollte das ja kein Problem darstellen. Oh, die Dinger sind kleiner. Und die Dinger sind kleiner. Okay. Das macht jetzt natürlich sprungtechnisch ein bisschen das Ganze spannender. So, aber jetzt haben wir es, ne? Jetzt kommt eigentlich nichts Gefährliches mehr. Ja. Yes. Yes. Erfolgreiche Runde. Wir haben 5-3. Okay. Das heißt, jetzt können wir nur noch hoffen, dass jemand noch ein Level eingefügt hat, was wir noch nicht haben. Ansonsten, naja. Es ist halt so. Ja, das heißt, jetzt fülle ich einfach weiter mein Roulette aus, dass ich da sammle. Das ist dann allerdings irgendwie recht sinnlos, weil man jetzt halt... Also ich werde das Roulette jetzt nicht einsetzen, wenn ich schon voll ausgerüstet bin. Das ist irgendwie auch Quatsch, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Irgendwie ist es Quatsch. Ach, was soll's. Fürs Achievement machen wir halt sinnlose Roulette-Aktionen hier. So. Dann kriegen wir nämlich gleich, wenn ich Glück habe... Ah, ich hab die Münze nicht mitgenommen, ne? Das war komplett dämlich. Weil dann kriegen wir gleich, wenn ich Glück habe, mit einer Runde alles zusammen. Wow.
Es ist so sinnlos. Okay. Was soll's. Wie viele Roulettes habe ich denn jetzt schon eingesetzt? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es echt nicht. Wie viele Roulettes habe ich schon? Ich hätte zählen müssen. So, hier ist irgendwo ein Münzenblock. Nee, hä? Wo? Nee, irgendwo. Jetzt habe ich. Ach, war der hier gemeint? Dass das hier ein Münzenblock ist, weiß ich. Aber war der gemeint? Keine Ahnung. Ist egal. Yo. Toll. So, jetzt gehen wir durch die Röhre. Ah, und hier oben holen wir uns die Münzen natürlich. Sehr gut. Ah, okay. Jetzt fängt der spannende Teil an. Wie viele habe ich jetzt schon Roulettes? Ich will nicht, dass ich nachher 9 Roulettes habe. Das wäre komplett dumm. Das wäre komplett dumm. Yo! Ich hasse meine Sprünge. Wie viele Roulettes habe ich? 10. Nice. Und es gibt 300 Münzen, also gibt es 100 mehr als man beim Roulette. Na, also man hätte ja 200 gezahlt. Okay. Alles perfekt. Alles easy. Sehr schön. Sehr schön. Prima. Ja, dann können wir ja direkt 5-4 auswählen. Okay, 5-4 üben wir jetzt, weil das wieder so ein Level ist, wo man den Weg finden muss. Das sehe ich jetzt schon. Bei 5-4 muss man, glaube ich, den Weg finden. Das müssen wir einmal üben. Ah, das ist das mit der langen... ja. Mit dem Ding am Anfang. Das war schon auf dem Gameboy immer ungünstig. Da bin ich oft gestorben. Man muss da ziemlich schnell sein. Vielleicht nicht zu schnell. Ja, wirklich. Also normalerweise... Oh mein Gott! Was ich sagen wollte. Normalerweise müsste man eigentlich in einem Wisch da rankommen und dann auch wieder hier wegkommen. Ja, und oh, das ist... Oh, das mache ich so oft. Das, ich kenne das noch. Ich weiß das noch aus den Gameboy-Zeiten. Oh, es ist schlimm. Vielleicht lassen wir das Item da einfach Item sein. Normalerweise, wenn wir das ordentlich spielen, kommen wir hier eh mit Item rein. So, ist obenrum richtig? Scheinbar egal, okay. Ist es vielleicht doch noch nicht mit Wegen zum Auswählen? Ich glaube, hier waren Blöcke. Nein, hier waren keine Blöcke, okay. Jetzt sind wir schon bei Bowser, ja. Okay, dann ist es doch noch nicht mit Wegen zum Auswählen. Ja, dann ist 5-4 einfach. Wenn man nicht komplett dumm ist am Anfang. Gut. Also dann das Ganze nochmal mit 5-4. Und dann schauen wir mal. Also ist ja schon mal ein erfolgreicher Part. Wir haben schon ein Level mehr. Ich bin schon jetzt zufrieden. Mal gucken, was der Part noch mit sich bringt. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Kann aber auch jetzt verschwendete Zeit sein, wenn 5-4 nicht auftaucht. So. Was nützt es mir, Münzen zu bekommen? I don't get it. I totally don't get it. Okay. Toll. Gut mache ich das. Richtig gut mache ich das. Wow. Das ja fast schon richtig. Richtig gut, Mensch. Oh mein Gott, was ist denn los? Ich habe mich gerade schon in dem Goomba gesehen, ne? So, gib mir Geld. Danke. Gib mir Pilz, danke. Okay. Tok. 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 Gib mir Münzen. So, zack.
Okay. Ich habe die Blume nicht mitgenommen. Was bin ich denn für ein Horst? Ui. Okay. 3-2. Da kriegen wir gleich eine Blume. Alles easy. Easy going. So. Das war's mit der Blume. Dann nehmen wir halt die Blume und den Pilz und den Stern. Ist auch okay. Dann nehmen wir halt Pilz und Stern. So. Ab dafür. Ach, da war gar nichts. Lernt es aber auch einfach nicht, ne? Ich lerne es halt einfach wirklich nicht. Ah! Hui. Jetzt kriegen wir hier Dings. Okay. Ah, was tue ich? Ich bin unkonzentriert gerade. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir schon dass ich mein Ziel im Prinzip schon erreicht habe. So. Ja, komm. Ah, ja. Ach komm, eine, ich wollte gerade sagen, vielleicht belassen wir es einfach dabei, aber komm, eine Runde machen wir noch. Nur das Ding ist, ich habe jetzt irgendwie das Ziel, was ich mir gesteckt habe, schon erreicht und jetzt ist irgendwie, denke ich mir so, ja, okay. Eigentlich könnte man den Part jetzt einfach beenden. Aber theoretisch kann ich mir das neue Ziel stecken, noch 5-4 zu bekommen. Aber dann denke ich mir halt wieder, okay, 5-4, ich werde jetzt einmal noch spielen. Und da werde ich 5-4 halt höchstwahrscheinlich nicht bekommen. Also, ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Egal, wir machen es noch einmal, eine Runde machen wir noch. Ansonsten sammeln wir halt Münzen. So wie gerade, ich setze 20 Münzen ein und sterbe sofort. Easy. Das war auf jeden Fall sinnvoll investiertes Geld. So. Dok, 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 dok. Okay. Da hat es einen armen KO erreicht. Auch cool. Das bedeutet Münzen. Hui. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ups. Da war irgendwo. Ich meine mich auch zu erinnern. Irgendwo hier war irgendwas. Irgendwas war da. Ist egal. So, jetzt holen wir uns hier die Münzen. Zack, 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 zack. Hui. Stern. Aber bisher sehe ich kein 5-4 in den anderen Bildschirmen. Münzen. Mehr Münzen. Okay. So. Also, wenn man hier rauskommt, dann direkt von hier auf das Ding drauf springen, ist scheinbar riskant, wenn man nicht aufpasst. Das muss ich mir merken. Na, weil das war vorhin mein Tod. Und der war ziemlich doof. Aber gut, ist halt passiert. Okay, 2-1. 1-3-1. Dann müssen wir eh 2-1 gehen. Denn müssen wir eh 2-1 gehen. So. Das war blöd. Mehr Mützen. Und hier ist der Stern. Juhu, los geht's. Alles abrennen hier. Hui. Hui. Wieder das komische Ende. Ja. Ist aber okay.
1, 2. Ja, Mensch. Zack. Mehr Münzen für uns. Na. Yo, nee, nicht so rum. So rum. Okay, okay. Du hast einen ganz interessanten Platz da oben bekommen, Bowsy. So. Nichts dabei, was ich brauche. Gehen wir halt 2-3. Oh nö. Kein guter Start. Vielleicht komme ich... Ah, okay, ich komme nicht. Ich wollte sagen, vielleicht komme ich mit dem... Ah, okay, wir kriegen direkt die Blume zurück. Auch gut. Das ist auch in Ordnung. So, jetzt ein bisschen vorsichtiger. Das wäre hier nicht. Okay. Okay, 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 okay. Okay, gut. So, schön. Schön, schön, schön. 1-3. Yo! Boah, diese... Ah! Ey, ich wollte den abschieben. Lol. Oh, wir haben 2 KOs, sehe ich gerade. Auch cool. Das erklärt die vielen Münzen, glaube ich. Weil so viel... So viel kann ich gar nicht gesammelt haben. Wie ist das eigentlich? Geht die Zeit auch schneller, wenn man auf der Stelle springt oder wirklich, wenn man einfach nichts macht? Also muss man sich auf der X-Position bewegen oder muss man einfach irgendwas drücken? Also wird es reichen, zu stehen und zu schießen und dann geht die Zeit trotzdem nicht schneller. Das müsste man auch mal testen. Aber nicht jetzt. Oh mein Gott. So. Eigentlich würde ich ja... Ah, ich hätte durch die Röhre gehen können. So kriege ich zwar am Ende mehr Münzen, aber ich will ja das Level recht schnell eigentlich hinter mich bringen. Weil ich darauf hoffe, irgendwann in 5-4 zu landen. Wow. Okay, 5-1, schade. Zack, okay, auf geht's. Oh, hi Bowser. Und ab dafür. Noch ein Bowser. So, okay. 1-8. Come on! 1-1. Niemand mag dich. So, geht aber schneller hier durch. Ich will jetzt ja schnell durchkommen. Jetzt geben wir hier mal wieder ein bisschen Gummi. 5-2. Ist hier eigentlich irgendwas? Ah, das kannten wir schon, ich erinnere mich, aber ich habe gerade nicht dran gedacht. So. Ich habe da gerade nicht dran gedacht. Okay. Schön vorsichtig durch 5-2, wir wollen ja weiterkommen. Ich frag mich nur... Aha. Aha, was ist denn... Okay, ist das, wo führt mich das denn hin? Ach, zu so einem Ding, okay. Okay, okay, das kann man einfach jetzt... das kann man skippen. Da werde ich mich jetzt nicht aufhalten.
Bringt mich das zumindest gleich ans Ende? Na, nicht so wirklich. Überhaupt nicht. Naja, passt. Okay. Aua! Hopp! 3-3. Ah, nicht gerade jetzt eine gute Stage, um Zeit aufzubauen. Ah! Und wir gehen mal auf Konter. Jetzt gehen wir, jetzt will ich auf ersten Platz gehen. Denn, wie gesagt, das eigentliche Ziel des Levels, des Videos haben wir schon erreicht. Ich habe einen neuen Level. Yo! Jetzt wäre es einfach schön, noch einen schönen Sieg mit heimzunehmen. 3-2. So, gib mir die Blume hier. So. Nee. Und den Stern. Und den Stern. Komm schon. Her damit. Ab dafür. Los geht's. Go, 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 go. Und dann schön durch Röhren gehen, weil wir die Möglichkeit dazu haben. Weil das eben die Zeit stoppt. Also in dem Moment, wo man durchgeht. Bevor ich wieder falsch verstanden werde. 4-1. Oh, da können wir was anderes ausprobieren. Dafür muss ich allerdings... einmal den hier losgewerfen. Nein! Gib mir meine Blume zurück. Okay. Ich muss jetzt enorm aufpassen. Hier würde ich gern. Aber jetzt kommt kein Lakitu. Ah! Blöd. Jetzt ist einer da, aber halt nur einer. Wenn da nicht mehrere sind, dann nützt das Ganze nichts, was ich ausprobieren wollte. Da gab es nämlich mal einen schönen Kommentar, dass man sich doch dann hinstellen kann und die abschießen kann. Und so bekommt man Zeit und es kommen immer wieder welche und man ist eigentlich von oben geschützt. Aber das, wie gesagt, funktioniert nicht. Wenn... ja. So halt. Ich weiß auch nicht, ob es grundsätzlich funktioniert, weil es kann ja sein, dass dann auch wieder diese Geschichte anspringt von wegen, hey, du darfst dich nicht bewegen und wenn du auf der Stelle stehst und nur um dich schießt, dass dann auch die Zeit schneller runtergeht. Es könnte sein, dass damit sowas verhindert wird. Ich weiß es nicht. Aber scheinbar haben die auch kein Interesse, Lakitus zurückzuschicken. Wir kriegen ja keine Lakitus mehr. Na gut. Wir sind aber auch nur noch drei. Upsi. Zwei. Wir sind noch zwei. Wir sind einfach noch zwei. Das war nicht so gut. Wow. Komm, Bowser hier. Nice! Ja, nehmen wir. Nehmen wir mit. Yay. Yay. Ein toller rennender Mario, der komisch aussieht. Okay, gut. Ein Sieg, ein Level. Was wollen wir mehr? Danke fürs Zuschauen und tschüss.